Willkommen in... Genau, wer kann es schon erraten? In Deauville. Ich nehme euch mal wieder mit auf einen Spaziergang durch die Normandie. Diesmal bin ich in dem Badeort Deauville. Hier sehen wir schon ein Plakat, das ein Osterfestival ankündigt in Deauville. Denn Deauville ist ein Badeort mit viel Kultur und viel einer kreativen Szene. Kreativ ist man hier nicht nur Theater oder im Film, sondern auch in der Küche. Gleich neben der schönen Litfaßsäule ist das Restaurant La Flambée. Mein Tipp für ein tolles Essen in Deauville. Eine wirklich leckere Küche und vor allen Dingen Schokoladennachtische sind zu empfehlen. Ja, und das alles gleich um die Ecke von dem Hotel in Deauville. Ich nehme euch mal mit über die Straße, dann werdet ihr es schon sehen im Hintergrund. Und zwar ist das das Hotel Normandie Barrière. Ein wunderschönes Haus im typisch normannischen Fachwerkstil mit tollen Zimmern. Keine 3 Gehminuten vom Strand von Deauville entfernt, von dem berühmten Les Planches, den Planken mit den süßen Badehäuschen. Und wirklich ein Hotel, wo man unbedingt einen Kaffee trinken sollte. Denn da ist es wirklich... ja, eine ganz tolle Atmosphäre, Plüsch und Prunk und einfach wirklich typisch französisch. Und nach einem Bummel am Strand und wenn man schon gut gegessen hat und ein tolles Hotel hat, also Deauville hat auch noch andere tolle Unterkünfte, aber das hier ist natürlich eine ganz besondere Adresse, kann man natürlich auch bummeln gehen. Es gibt hier viele tolle Boutiquen, ganz verrückte Boutiquen, Künstlerateliers oder einfach direkt um die Ecke das Printemps. Und Printemps haben wir auch gerade, es ist April, Anfang April. Und wir haben 20 Grad und ein herrliches Wetter. Und ganz viele Blumen blühen schon, die Apfelbäume blühen. Und es ist wirklich eine perfekte Zeit, um jetzt die Normandie oder Deauville zu erkunden. In diesem Sinne, bis bald in der Normandie. Tschüss!